Hey Leute, willkommen zurück zu Amnesia Abduction. Ja, es geht weiter im Lagerraum, wo ich letztes Mal auch aufgehört habe. Und mein Öl ist alle, merke ich gerade, weil ich meine Lampe anmachen wollte und es kam nur dieses komische Tischgeräusch. Moment, entschuldigt, wenn ich ganz kurz stehen bleibe. Ich muss mal meinen Ton etwas lauter schalten, denn ich habe meinen Ventilator an. Es ist wieder sehr warm heute. Es war tagsüber 30 Grad und ja, mein Wohnzimmer hat nicht mitbekommen, dass es Nacht wird und deswegen abkühlen sollte. Aber gut, für was gibt es technische Hilfsmittel? Ja, ich glaube, ich habe letztes Mal ein bisschen Schiss gehabt hier vor... ja. Irgendwo hier eine Schräge runterzugehen. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, genau, hier ging es runter. Ich mache mal kurz die Lampe aus. Hier habe ich ja ein bisschen Licht. Ja, ich habe genug Öl, aber ich muss sparsam sein. Ich habe gemerkt, wie schnell das weggeht. Oh, Alter, die Klappe, Kackis. Ja, ja, ist ja gut. Okay, hier ist... Aha. Ich spring mal kurz hier rum. Was ist das? Ah, ja, ja, ja. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Lauf doch da oben rum. Was ist das denn? Sind das dreckige Putzlappen? Das ist ja... Bäh. Damit wollte ich nichts mehr putzen. Ja, ich habe keine Angst mehr. Oh, guck mal, die Decke. Das sind alles so Versatzstücke. Das sieht alles irgendwie gleich aus. Naja, egal. Kleinigkeiten. So, ich mach kurz das Licht aus. Denn hier ist ja wenig beleuchtet. Okay. Nee, da ist nichts, nichts. Aber ich kann mir schon denken, ich muss die Tür freiräumen, aber... Ja, ich höre Leute schreien. Ich hoffe mal, das ist im Spiel und nicht irgendwie bei mir auf der Straße, dann... Ja. Oh, was haben wir da? Schnaps. Oh, kein Durst. Naja. So. Oh, einmal die Kiste weg. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Zombie dahinter, der mich jetzt gleich wieder überrascht. Ah! Ja, ich hab's gewusst! Oh. Oh. Entschuldigt diesen kleinen Ausruf, das letzte war nicht geplant. ja. Nein, 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 nein. Ja. Du Drecksack. Erschreck mich doch, du Mistgeburt. Du Mistiger. Aber weißt du was, ich bin nicht blöd. Ja, komm doch, kommst du eh nicht durch. Ja, da hängst du jetzt blöde rum, ne? Ja, hahaha. Hahaha. Oh, oh, nee, der kommt hier durch. Oh, Moment. Nein, der kommt hier durch. Ah! Ah! Geh weg! Oh, der hat kein Gesicht! Oh! Nein, okay, okay. Hast recht, hast gewonnen. Hast gewonnen! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ja, ja. Oh, ich brauch Licht. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Komm schon. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Okay, es hat aufgehört. Ja, das war wieder so ein verdammter Fake-Zombie, oder? Die kommen immer nur gewisse Entfernungen hinter mir her und dann verschwinden sie. Das. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hört ihn? Ich höre ihn noch. Ich höre ihn noch. Ich habe keine Angst vor dir. Wenn ich mich nur irgendwie wehren könnte, ich würde den so einen fertig machen. Da vorne schlägt er was ein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommt er schon wieder. Oh. Weißt du was? Komm her. Mistkerl. Ja, warum bin ich auf einmal so mutig? Ich habe eigentlich voll die Angst vor den Viechern. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich spiel mit der Kiste hier. Okay. Jetzt hat's aufgehört. Okay, okay. Alles gut. Eben hat's kurz gestockt. Oh, na. Oh, Leute, dieses Gefühl. Ich bin voll paranoid geworden. Ich. Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir schaut jemand zu. Also jetzt nicht ihr, sondern unmittelbar jetzt. Das ist diese. Ah, nein! Oh, komm, nicht schon wieder. Jetzt reicht's. Es reicht doch jetzt. Ja, ich bin falsch gelaufen, ich weiß, aber... Kann ich irgendwo hoch? Ja, da kann ich hoch. Oh ja. Oh, guck mal, Öl. Öl, Öl, Öl. Geh doch mal. So, jetzt kann ich ran. Aufgenommen, Öl. Na. Ich höre ihn, hört ihn auch? Ich bleibe jetzt immer hier in der Ecke sitzen. Ja, ja. Das ist eine gute Idee.
kommt mal, Leute, man kann es auch übertreiben, jetzt mal ehrlich. Man kann es auch übertreiben. Kann ich damit anlocken? Ich will ihn vielleicht gar nicht anlocken, oder? Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber der ist doch weg, oder? Also die Musik ist zumindest der Ansicht, der ist noch da. Ach nee. Ja, ja. Die Geräusche kenne ich schon. Jetzt... Ah, Mann, ich... Saudoofe Situation. Jetzt hänge ich halt hier rum. Ich lasse mich, glaube ich, gleich killen. Das geht schneller. So langsam habe ich echt keine Angst mehr vor denen. Die gehen mir nur auf den Zeiger, dass sie eben andauernd kommen. Ja. Ja, doch. Vielleicht habe ich doch noch ein bisschen Angst. Ups. Ups. Ja, ja. Ach komm, jetzt hau doch einfach ab, du hässlicher Zombie. Ich hab dir auch nichts gemacht. Geh jetzt. Irgendwann ist auch mal gut. Sucht er jetzt echt da alles ab, oder wie? Ich habe ihn eben zumindest gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, weil es ist schon sehr dunkel, aber... Oh, Mann! Ich schmeiß mal was, vielleicht... Ja, ja, da grunzt er. Habt ihr das gehört? Ja, ja. Mach die Kerze aus. Kerze aus. Ja gut, das stört die ja nicht, wenn ich sie nicht sehe. Oder wenn sie mich nicht sehen, die müssen... Ja, genau. 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 Nein! Nein! Oh, ich guck nicht hin. Nein! Geh doch weg. Ja, geh weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Wie schnell das Interesse verliert, oder? Ja, grundsätzlich so dumm, du Arsch. Weißt du was? Kann ich dir vielleicht überlisten irgendwie? Nee, ne? Och Mann, jetzt geh doch da weg. Du nervst. Ja, du nervst. Du hast keine Freunde. Dich mag keiner. Weißt du nicht, ne? Ja, jetzt weißt du's. Der ist total verbuggt, oder? Na, jetzt hat er es gehört. Jetzt hat er es gehört. Hallo. Ja, ja, schlag doch. Was hast du denn da am Arm? Jetzt kann ich mir den auch mal genauer angucken. Jeder hat da ein Messer drauf montiert. Hallo, schlag doch. Hässliches Ding. Hässliches Ding, Ding, Ding. Ich lauf weg. Ist mir jetzt egal. Ist mir egal, ist mir egal. La 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 la. Hier rein. Oh ja. Der kommt mir hinterher, oder? Ja, er kommt mir hinterher. Ah. Will er zwischen die Fässer kriechen? Nein! Kann er was sehen, wenn ich das Licht anhab? Ja! Kann er wohl, kann er wohl. Ja. Geh doch einfach weg, du hässliche Missgeburt. Ja, komm. Ich trick's den jetzt aus. Da oben steht Öl. Ja, ja. Haha. Verarscht. Verarscht. Hihi. Hab ich dich verarscht? Hab ich dich verarscht? Aber er kriegt mich wahrscheinlich eh hier hinten. Oh, jetzt hau doch ab. Verdammtes Scheißvieh, jetzt reicht's. Mann! Nee, es reicht jetzt. Es reicht jetzt wirklich. Okay. Die Musik hört zumindest schon mal auf, das ist gut. Oh, Mann! Ich frage mich jetzt, wann der nächste kommt. Oh, hört doch auf zu stöhnen. Das könnt ihr woanders machen, aber nicht hier. Okay, hier habe ich das Öl, genau. Habe ich gesehen. Meins. Sagt denn mein aktuelles Öl? Oh, die Lampe geht jede Sekunde aus. Also lasse ich sie jetzt noch kurz an. Vielleicht finde ich noch was. Nein, tue ich nicht. Okay, und da ist er aus. Ja, ja. Ist okay. Ist okay. Ah, guck mal, hätten sich eine Zunderbüchse. Ah, habe ich dich. Oh, zwei sogar. Sehr gut. Oh, ja, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt habe ich echt mal... Ach, ich habe kein... Ja, so. Ich habe jetzt echt mal die Nase voll hier von euch. Das ist... Nee. Irgendwann ist es echt mal gut, Leute. Das reicht jetzt mit den Zombies, bitte. Also vorerst. Ich möchte ja nicht, dass gar keine mehr kommen. Das wäre ja langweilig. Oh, wetten wir gleich, schlägt es wieder eine Tür ein. So ein Vieh.
Und ich renne wieder um mein Leben und versteck mich minutenlang hinter Kisten oder was weiß ich. Oh, guck mal. Dreimal Laudanum. Bleib doch auf. Bleib doch auf. Na, nein. So. Dafür habe ich es wahrscheinlich gebraucht. Vernunfttrank. Weil hier diese ganzen Mistviecher kommen. Aber die hauen mich doch eh einmal und ich bin tot. Ich meine, das ist doch Quatsch. Naja. Oha. Ah! Ach, nicht schon wieder! Och, Leute. Ich find's echt nicht mehr lustig jetzt. Ah! Laudanum. Wie viel Laudanum ich jetzt? 8 Stück? Hallo? Was soll ich denn mit dem ganzen Laudanum? Kommt bald wieder so ein Spinnenabschnitt, oder? Ja, das war eh wieder nur verarsche, das Ding. Aber lieber so, als wenn dann echtes Vieh kommt, was mich dann wieder jagt. Okay, was haben wir hier? Hä? Gar nichts? Außer Zunderbüchsen? Also eben werde ich ja echt zugemüllt. Guck mal, ich habe 50 Stück. Was soll ich damit so viel Zunderbüchsen? Ich glaube, so viel Fackeln gibt es hier gar nicht. Naja. Okay, hier war ich noch nicht. Was wetten wir gleich? Kommt da wieder und schlägt die Tür kaputt. Mistkerl. Oh, guck mal. Hahaha. Langer Gang ohne irgendwas. Nur Kisten. Viele Kisten. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Oh, ich hole mir das Öl. Oh, ich nehme mir alles. Ich nehme mir alles. Ich nehme mir alles! Oh, was scheiße. Ja. Die Dunkelheit gewährt ihr Schutz. Ich hätte einfach durchlaufen müssen, glaube ich. Ja, ist egal jetzt. Jetzt ist er weg dafür. Jetzt ist er weg. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Du Pippi-Onkel. So. Einmal durch. Oh. Ja, ja, da kommt's wieder. Da kommt's schon wieder. Nein. Nein! Oh, ich hab den Schlüssel. Ich hab... Oh. Nein. Nein! Oh. Nein. Oh Gott. Ich hab ihn noch aufgeschlossen. Oh Gott. Nee. Da steht's halt genau vor mir. Was macht mein Gehirn? Ist alles gut. Ja, ist super. Super, dass alles gut ist. Nee, ich renne jetzt. Okay, ich habe kein Öl. Moment. So, das fülle ich schnell auf. Und jetzt... Oh, lauf verdammt nochmal. Lauf. Ich will nicht schon wieder sterben. So. Schlüssel. Aufschließen, durch. So einfach geht das. Boah, nee. Ja. Ist schon gut. Ich bin in Sicherheit. Ey, was... Für eine nervige Stelle einfach. Was für eine nervige Stelle. Also entschuldigt, aber... Das macht doch echt keinen Spaß, wenn andauernd so ein Vieh kommt. Ich meine, ne, was hat das für einen Sinn? Oh, guck mal, jetzt kann ich ehrlich mal Zunderbüchsen verbrauchen. Ja, ist ja gut. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis man sich den Lichtverhältnissen hier so anpasst. Oh, guck mal, die Fackel eben hat gar nichts gebracht. Und noch mehr Laudanum. Gab es überhaupt so viel Laudanum im Hauptspiel? Ich glaub's ja nicht. Oh, arme Seele. Bäh. Haben sie aber gut die Oberschenkelknochen abgepellt hier. Naja. Okay, was haben wir da noch? Nichts. Okay, lesen wir mal die Notiz, auf der nichts steht. Gar nichts. Naja. Ist egal, ich werde sie vielleicht noch brauchen können für irgendwas. Was haben wir hier? Ah, die geht nach innen auf. Gut. Oh, Streckbänke. Bringt aber nichts. Naja. Oh, eine Notiz und zwei Zunderbüchsen. Ja, manchmal sieht man im Dunkeln die Gegenstände einfach viel besser als im Licht. So, steht hier auch nichts. Hä? Was soll das denn? Oh, was ist das denn? Hat sich da einer übergeben. Lecker, und ich laufe durch. Das ist... Ah! Was? Was, diese Tür sollte... Hat ihr nicht sehr lange aufgehalten. Oh Gott, nee, habe ich irgendwas zu verstecken? Hier sind Rosenblüten, das kann doch nur heißen... Ah, okay. Oh! Was, Amnesie... Tranktest Nummer 3. Test 3. Hauptzutat Damaskusrosenblüten. Petals sind Blüten, genau. Damaskusrosenblüten. Das Objekt zeigte zuerst keine Reaktion auf das Mittel. Aber nach 5 Minuten der Observation, also der Beobachtung, begann es trotzdem zu schwitzen und sein Kopf rollte herum, als wäre es unter Einfluss eines Halluzinogens. Kurz danach...
bekam das Subjekt einen Blackout. Aha. Nach dem Aufwachen begann es Fragen zu stellen, wo es war, wo es ist und wer es ist. Naja. Zusammenfassung: Erfolg. Die Damaskus-Rosenblüten und speziell das Öl des Sekrets scheinen die Hauptzutat zu sein. Okay. Ja, ich weiß, das Monster ist da draußen, aber solange es nicht die Tür einschlägt, ist es mir ehrlich gesagt egal. Ah, da kommt's schon. Da kommt's schon. Wenn du jetzt die Tür einschlägst, du Mistvieh. Ausgerechnet die Tür. Da kommt mir das doch schon sehr verdächtig vor. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Okay, aber noch macht's gar nichts. Machen wir mal ein bisschen Licht. Aber wie ich es halt noch da rumlaufen höre, ja. Ich sehe es halt gar nicht. Ich sehe null. Wo ist es hin? Ist weg, oder? Ja, haha, es ist weg. Oh, ist das schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Hoffentlich kommt es niemals wieder. Nie, 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 nie. Okay. Ah, guck mal, das ist doch eine Injektionsnadel. Da hatte ich doch im Hauptspiel eine. Da konnte ich mir so ein bisschen Blut abzapfen. Naja. Ah ja. DINA-Konstruktionstest. Test 1. Aha. Fokus, künstliches Leben. Meine Versuche, künstliches Leben zu erschaffen für diese Kreatur, haben mich das bisweilen enttäuscht. Oder mich sind fehlgeschlagen bisweilen. Es sieht aus, als wäre es schwieriger, Leben zu produzieren, als ich ursprünglich gedacht hätte. Dieses Subjekt hat nicht reagiert auf irgendeinem oder auf jegliche meiner Methoden. Welche elektrische Stimulation und Injektion von Adrenalin eingeschlossen haben. Zusammenfassung: Fehlschlag. Okay. Ja, Frankensteins Monster oder wie? Ja, 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 ja. So sieht's aus. Größenwahnsinnige Wissenschaftler, die habe ich am liebsten. Führt ja immer zu guten Dingen, man weiß es ja. Okay. Ich hoffe mal, das Vieh kommt nicht gleich wieder. Blutspur. Große, lange Blutspur. Das ist schön. Das ist sehr schön. Oh, nein. Was? Wurde da einer aufgeschnitten oder was? Hört sich zumindest so an. Hm, da liegt noch Flüssigkeit rum. Was ich hier Zunderbüchsen finde, ist ja echt abartig. Ja, und da ist meine Fackel... meine Lampe schon wieder aus. Naja, was soll's. Ich habe ja noch genug Zunderbüchsen. So, hier ist auch nichts. Was haben wir hier? DINA-Konstruktionstest Nummer 2. Primärer Fokus. Okay. Ja, permanente Amnesie und verdrehtes Fleisch. Lecker. Das Subjekt wurde hergebracht, ohne jegliches Wissen davon, dass es getestet werden würde. Wir gaben ihm die Amnesie, das Amnesiemittel, welches wir in früheren Tests perfektioniert hatten und warteten darauf, dass sein Gedächtnis verschwinden würde. Nachdem es den vollen Effekt erreicht hatte, fesselten wir es auf den Tisch. Es bittete um Gnade und ich bewegte mich zu ihm hin und sah... mit einer Säge, nicht so, sondern mit einer Säge, ja. Ich begann, seinen linken Arm abzuschneiden. Mit der Absicht, ihm eine Waffe dort zu platzieren. Seine Schreie waren, Blood-Curdling, also ließen einem das Blut in den Adern gefrieren. Trotz des Nutzens von Laudanum. Nachdem wir seinen linken Arm entfernt hatten, begannen wir das... die Klinge an seinen Arm zu nähen und er kam in einen Schockzustand. Ich gab ihm erneut das Amnesiemittel und hoffte, es würde ihn vergessen lassen, was geschehen war. Und ebenso sollte es ihn ein wenig länger durchhalten lassen. Ich beendete es, seinen neuen Arm anzunähen und bemerkte, dass sein Fleisch Deteriorate, oh Gott. Ja, zu verwesen oder zu verunreinigen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das ist ein positiver Effekt des Amnesiemittels.
Dann fügte ich ein metallenen Draht hinzu in sein Fleisch und ließ, um alles zusammenzuhalten. An diesem Punkt ist das Subjekt trotz allem verstorben. Aha. Es sieht so aus, als könnte der menschliche Körper nicht mehr ertragen. Bis ich einen Weg finde, um die Toten zu reanimieren, möge dies vielleicht eine vergebliche Methode sein. Zusammenfassung, Fehlschlag. Ja. Mhm. Ja, ist ein bisschen blöd zu übersetzen, aber naja, was soll's. Okay, Leute, aber in diesem dunklen Gang werde ich nochmal eine Pause einlegen und sage bis zum nächsten Teil von Amnesia.